Servus Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Zelda Twilight Princess. Und ja, wie ihr euch vorstellen könnt, ich habe Angst vor den Endgegner, weil ich damals, als ich das Spiel zum ersten Mal durchgespielt habe, habe ich auch schon derbe Probleme gehabt mit dem Endboss. Und jetzt mit dieser 1 Sekunde zeitverzögerten Steuerung durch den Videograbber habe ich natürlich noch mehr Probleme. Also es könnte sein, dass ich euch den Kampf nicht zeigen kann, beziehungsweise ich werde natürlich versuchen, so viel wie nur möglich zu zeigen. Das heißt quasi, wie ihr in den Phasen vorgehen müsst, werde ich versuchen euch zu zeigen. Wenn es mir nicht gelingt, dann seid mir bitte nicht böse, wenn ich es nicht zeigen kann. Ich werde es euch dann ausführlich erklären, beziehungsweise könnt ihr es dann unter Umständen auch im Internet nachlesen. Und ja, ihr dürft mir bei diesen Endgegnern nicht böse sein, wenn ich euch diesen Endgegner nicht zeigen kann. Aber ja, er ist wirklich ein ziemlich starker Endboss. Und stärker, als ich eigentlich vermutet habe. Und ja, dass wir sonst keine Zeit verlieren, würde ich vorschlagen, wir machen uns jetzt gleich direkt auf den Weg dorthin. Dieser Endboss hat unsere letzte Spiegelscherbe, die wir benötigen, um Zanto endlich gegenübertreten zu können und ins Schattenreich zu gelangen. So. Jetzt muss ich hier erstmal schauen, wie ich da am besten wieder aufkomme. Ah, ich weiß schon. Hier rauf. So. Genau, dann gibt es hier. So, hier rauf. Ganz oben. Oh mein Gott. Das ist die Stelle, an der es jetzt lustig werden kann und an der es ziemlich hart wird. Der Endboss ist, so wie ihr schon gemerkt habt, ein Drache. Den haben wir am Anfang und den ganzen Zeit haben wir ihn gesehen, da oben herumfliegen, um diese Stelle. Ja, wie ihr es gesehen habt, er hat da hinten am Schwanz etwas Goldenes. Und an das müssen wir uns draufhangeln mit unseren Stahlstiefeln. Wir müssen ihn in der ersten Phase hinunterziehen. Das heißt im Grunde, er macht hier erstmal seine Runden, seine ein, zwei Runden. Und dann müssen wir uns da draufhangeln. Auf sein. Ja, ihr wisst schon. Ich möchte jetzt keine Wörter in den Mund nehmen, keine ja, da müsst ihr ziemlich gut aufpassen, dass euch der hier nicht runterschubst, weil im Grunde durch den starken Wind, den er hier ablässt, kann es natürlich sein, dass ihr da runterfliegt. So, und runter mit dir! Ja. Komm schon, stürz ab! Jawohl! So, einmal! Und ein zweites Mal, glaube ich, müssen wir es auch noch tun. Und dann geht es jetzt richtig los. Das heißt, ja. So. Er dreht hier wieder seine Runden. Ja, da ist er. Da ist er, man sieht ihn schon. Man sieht ihn bereits. Oh, Alter. Macht er so einen Wind? Gibt's ja nicht. So. Ihr seht, ich kann euch das wenigstens noch zeigen. Bei der zweiten Phase weiß ich nicht, ob ich überhaupt so weit komme, um euch das zu zeigen, was ihr tun müsst. Das ist natürlich jetzt etwas
Ja, super geil. Da fangt es ja schon mal an. Jetzt muss ich quasi hier hinauf. Und das ist ja auch das Schwierige an der ganzen Sache. Hier erstmal hinaufziehen. So, und runter mit dir. So. Weg. So. So, das war das zweite Mal und jetzt wird er wirklich, jetzt wird er richtig Akku. Denn wie ihr sehen könnt, das ist sein Schwachpunkt, der da leuchtet. Ein leuchtendes Auge, das ist sein Schwachpunkt, den ihr jetzt treffen müsst. Aber so leicht den zu treffen geht nicht. Nein, das rastet er richtig aus. Und jetzt lässt er seine restliche Rüstung fallen. Und jetzt ist er rot. Ein roter Drache, sehr Akku. Oh mein Gott. Ja, das wird lustig jetzt. Ich weiß nicht, inwiefern ich euch das jetzt zeigen kann, diese zweite Phase. Ich hoffe, ihr verzeiht mir, wenn ich es euch nicht zeigen kann und wenn es mit der Show nicht so funktioniert. Diese Ananas, diese fliegenden Ananas-Dinger, werden durch den Regen jetzt, wachsen durch den Regen und erheben sich die Lüfte. Ich könnte euch natürlich vorstellen, was hier zu tun ist. Warum gab es die Dinger schon vorher im Tempel? Ganz klar. Weil diese Dinger auch beim Endboss wichtig sind. Jetzt mal auf dieser Ebene, dass ich sagen kann, okay, das könnte jetzt was werden. So, und jetzt müsst ihr euch hier zu ihm raufziehen und müsst ihm richtig eine verpassen. So, das ist mal der Anfang gewesen. Das müsst ihr jetzt dreimal, glaube ich, machen und dann ist der endgültig down. Ich weiß nicht, ob ich euch das Restliche jetzt noch zeigen kann. Ich versuche es zumindest. Ich versuche euch das zu zeigen, was ich kann. Wenn es nicht funktionieren sollte, dann ja, so habe ich mir das gedacht. Ja, ich werde es jetzt hier nochmal versuchen. Wenn es nicht funktionieren sollte, dann bitte ich euch mir zu verzeihen, dass ich es euch nicht zeigen kann. Aber ja, man kann halt leider nicht alles zeigen. Beim dritten Mal jedoch müsst ihr aufpassen, wenn ihr das macht, denn beim dritten Mal, das ist nämlich so, dass er beim dritten Mal nämlich nochmal in die andere Richtung spielt, seine Feuerflamme, und das, damit will er euch natürlich verwirren. Das heißt im Grunde, beim dritten Mal, wenn ihr oben seid und euch in eine Richtung zieht, dann passt auf. Er macht quasi, er spielt dann von der anderen Seite noch eine Feuerflamme. Und das kann ziemlich nach hinten losgehen. Da haben wir natürlich einige Zeit gebraucht, bis ich das geschaffen habe. Und
Aber so wie es aussieht, sieht es im Moment ganz gut aus. Vielleicht schaffe ich es. Vielleicht schaffe ich es. Und das ist zu zeigen. Sieht gut aus. Sieht gut aus, Leute. Es sieht gut aus. Vielleicht kann ich es euch zeigen. Wenn ich jetzt nicht abschließe, dann schaffe ich es. Unmöglich. So, und ja, ein letztes Mal werden wir ihn bezwingen und geschafft. Leute, ihr habt ein Glück, dass ich euch diesen Endgänger zeigen kann und dass das mit der Steuerung wirklich funktioniert hat. Ich habe nämlich gedacht, es würde mit der Steuerung so schwer sein, ihn zu bezwingen, mit der Verzögerung, dass ich euch diesen Kampf nicht ganz zeigen kann. Aber ihr hattet wirklich, ich konnte es euch zeigen. Ich bin froh, dass ich ihn beim ersten Mal erledigt habe. Beim ersten Mal habe ich es geschafft. Hier der Herzcontainer und natürlich, was fehlt noch? Die letzte Spiegelscherbe. Und da ist sie auch schon. Sie wird zusammengebaut, die ganze Scherbe. Und da ist sie. Die kleinen Splitter werden zu einer großen Spiegelscherbe. Und wir haben sie. Gott sei Dank. Geschafft, Dominik. Die vierte Spiegelscherbe. Jetzt haben wir sie alle. Ja, Gott Dank. Ich habe mein Bestes gegeben. Sag mal, Dominik, erinnerst du dich an das, was die Weisen gesagt haben? Nur der vom Schattenvolk anerkannte Herrscher ist in der Lage, den Schattenspiegel zu zerstören. Der Zander konnte die Schattenspiegel nur in Scherben zerbrechen. Also ist er der falsche Herrscher. Perfekt. Los, Dominik. Auf zur Spiegelkammer. Geduldig und bleib geduldig. So fein er sich auch kleidet. Gegen den echten Herrscher kommt er nicht an. Beweisen wir es ihm. Tja. Damit haben wir die letzte Spiegelscherbe und einen weiteren Herzcontainer. Sei Dank. Und ja, natürlich, ich werde schauen, dass wir vielleicht noch alle anderen Herzteile auch noch bekommen. Mal sehen, ich werde das Ganze offscreen wahrscheinlich machen und die ganzen restlichen Herzen holen. Und dann sehen wir uns im Schatten-Ding, wahrscheinlich wieder im Schattentempel von Zanto. Ich kann nicht von hier weg. Aber bist du auch sicher, dass du nichts vergessen hast? Ja. So. Das war der Endboss von Kumula. Natürlich werden wir hier gleich mal abspeichern. Ich hoffe natürlich, dass Fraps hier auch alles aufnimmt, weil einmal hatte ich das Problem, dass hier Fraps nicht mehr aufgenommen hat. Und ja. So, jetzt müssen wir allerdings wieder zurück. Dafür müssen wir uns hier zu der Kanone stellen. Und uns hier reinziehen. So. Samt den Eisenstiefeln. Lustig. So. Kanone bewegt sich. Und Schuss. Juhu. So. Und ab zur Erde. Gott sei Dank, der Kumula-Tempel ist geschafft. Ich bin so froh. Da sage ich euch. Ich bin richtig froh drüber, dass ich diesen Tempel nun endlich geschafft habe. So. Gott sei Dank. Perfekt. So. Auf hier. Oh. Das ist die Kanone. Die große Kanone gewesen.
haben wir es geschafft. Kumula ist wieder in Freiheit. Ja, mit dieser schönen Aussicht entlasse ich euch von dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn es darum geht, in den Xanto-Tempel einzubrechen. Ich werde natürlich vorher schauen, dass ich hier alle restlichen Herzteile noch finde. Und werde sie euch womöglich vielleicht auch zeigen, wo sie sich befinden. Und ja, dann treten wir Xanto gegenüber und dann sollten wir es geschafft haben. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder von Zelda Twilight Princess. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch. Wenn es euch nicht gefallen hat, einen Daumen runter. Ansonsten könnt ihr mich abonnieren oder mir Kommentare schreiben, was auch immer, was ihr lieber mögt. Und ja, wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, macht es gut und tschüss.